mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer niedrigen Ausgabe Bundesliga nahezu live. Heute mit Etienne Gade. Jetzt müsst du mich vorstellen. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Hallo. Tobias Escher. Du musst jetzt Nils Bohmhoff sagen. Nils Bohmhoff. Ja. Yeah. Yeah. Und euch? War's gar nicht drauf. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Ne, Tobi? Ja, ich bin das ja gewohnt hier. Ja. Wir haben heute einen richtigen Stargast. Und das ist ja oft so, es war bei Peter Neururer auch so. Da musst du dich heute durchsetzen, Tobi. Ne? Also du musst wirklich Gebrauch machen von deinem Knödel und da richtig raufhauen. Ja. Ne? Peter Hüberler ist heute zu Gast. Wir werden ihn auch gleich schon hier auf unserem Sofa begrüßen. Denn warum nicht? Ja. Er ist da. Und wir können auch mitmachen. Und kostet uns ein Vermögen. Ja. Und dann müssen wir auch Gebrauch davon machen. So wie von der Taktiktafel heute, Tobi. Ne? Wer sind denn die Gelben eigentlich? Sind das die vierten Offiziellen oder was ist das? Das weiß man doch, die Ordner. Das habe ich für Marvin Hitz hier reserviert. Ah, da kommen wir auch noch zu. Ja, ja dann rufen wir ihn rein, da oder? Rufen wir rein. Ja, was sollen wir noch groß um heißen Brei reden? Hier ist er. Der einzig wahre, selten kopierte, oft erreichte Peter Hüberler! Peter Hüberler! Nicht applaudieren für sich selber. Hallo Peter, hallo, schön, dass du da bist. Sätzchen. Jo, die danke, nicht danke aktualisierte schön, Stecktabelle kannst du wegschmeißen. Ja. Die stimmt auch sowieso nicht, oder? Stimmt die? Weiß ich nicht. Tobi? Stimmt. Eintracht? Ja, komm. Okay. Lass stecken. Alles klar. Peter, schön, dass du da bist. Ja, danke. Stellen wir dich kurz vor, du bist einer der jungen Trainergarde. Du giltst als eines der größten Trainertalente des Landes, hast aber in jungen Jahren schon viel gesehen. Jetzt zuletzt hat es dich nach Leverkusen verschlagen, wo du die U19 trainierst. Hast jetzt auch Champions League demnächst, diese Woche, morgen? Morgen? Übermorgen? Übermorgen. Übermorgen. Übermorgen gegen La Masia, gegen FC Barcelona. Gegen FC Barcelona. Mit der Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir weiter. Denn das ist eine leichte Aufgabe. Das stimmt, weil muss man kurz sagen, es gibt diese Youth Champions League. Genau. Also das spiegelt sozusagen auch die Gruppenauslosung der Herren. Da spielen dann die Nachwuchsmannschaften nach und das ist quasi dein Team. Ich möchte ganz kurz einmal, können wir das mal ranzoomen? Nur, dass man es mal sieht. Das ist aus dem Eintracht-Forum vom 11.05.2011. Ich glaube, das war gerade nach dem Abstieg. Und da sieht man, das bin ich, ja. Hüberler und Schur als Co. fände ich geil. Ne? Da habe ich mir dich im Eintracht-Forum gewünscht. Okay. Da war ich 2011, Alemannia Aachen. Siehste? Bei mir geht das ja immer schnell mit den Trainerwechseln. Da muss ich immer so die Jahre, da weiß ich mal und genau. Da hätte ich gesagt, ne, du und Schui, das wäre meine Traumvorstellung. Da haben wir ein geiles Spiel gehabt gegen Eintracht Frankfurt im Pokal. Nach Elfmeterschießen gewonnen. Genau, Elfmeterschießen gewonnen. So, warte mal ganz kurz. Ja. Guck mal. Peter, du hast ja Geburtstag gehabt. Am 5.12. bist du 40 Jahre alt geworden. 40 Jahre. Wir haben die ganze Nacht durchgebackt. Alter Sack bin ich geworden. Für vielen Kuchen. Dank. Happy Birthday to you. Hallo, Kameramann. Hallo. Mitmachen. Alle jetzt. Happy Tobi, du auch. Frau aus Neuss, bitte auch. Lieber Peter, happy birthday to you. Hut ab. Das, So, eine Rede. Was wünschen? Eine Rede. Kleine Rede. Alles gut. Ja, wir reden ja noch viel. Genau, wir sind absolut froh, dass das. Oh, ist gut, ne? Das ist nicht mal das Original, das ist das Nachgemachte. Doch, okay. Das ist das Original. Das ist echt ein echtes Yes-Torte. Ja, klar. Alles, ganze Geld. Vielen Dank. Dass die noch hergestellt werden. Das ist von 83. Aber die sehen nicht aus wie 40, oder? Nee, du hast dich gut gehalten. Ich hab dich auf 39. Oh, danke. Ja, aber das ist okay. Absolut schön, dass du hier bist. Nils hat es gerade schon gesagt, du hast echt in jungen Jahren schon alles erlebt. Ich habe auch ein bisschen mich reingelesen, du warst sogar schon mal Trainer in Namibia. Ja, genau. Wie wird man Trainer in Namibia? Wie kommt man da drauf? Okay. Oder wie ergibt sich sowas? Die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt. Ja. Aber ich bin das erste Mal hier. Ich muss jetzt versuchen, mal die beste Version wieder zu nehmen. Ich hatte neben meiner Trainertätigkeit habe ich immer auch so Fußballschulen gemacht und relativ früh schon Trainerfortbildungen. Dann rief irgendwann mal ein Typ aus Namibia an, ein deutscher Auswanderer, war ja früher Deutsch-Südwest. Mhm. Da ist noch sehr viel Deutsch auch. Eine deutsche Kolonie. Deutsche Kolonie war es früher. Und da ist ein deutscher Auswanderer, der hat eine Fußballschule da und der wollte nur einen Input, hat mich dann eingeladen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden und dann war ich irgendwann entlassen, 2001, wo war ich da? Arminia Bielefeld. Und dann habe ich ein Angebot aus Namibia bekommen und habe dann Fußballschule, Trainervorbildung, einen Erstligaklub trainiert und super Erfahrung. War geil, also war richtig Ich habe die Stadt mal dann nachträglich, weil ich war mir erst nicht sicher, wie hieß die Stadt nochmal?
Windhoek. Windhoek, genau. Ja. Das klang so deutsch, dann habe ich die echt mal nachgedacht. Ich war mir erst nicht sicher, gibt es irgendwie ein Bundesland in Deutschland, das Namibia heißt oder so, was ich bislang nicht mitbekommen habe, so wie Saarland, irgendwo eins, das man immer vergisst oder so. Mhm. Und da gibt es auch ganz viele deutsche Stadtteile in der Stadt. Genau, also als ich das erste Mal da war, 1999 oder so, Beethovenstraße, genau. Mozartstraße, Schillerstraße, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da war ich auch irgendwo mitten im Busch an so einer Tankstelle. Ja, und dann die schwarzen Jungs alle mit so einer Weihnachtsmütze auf und dann hörtest du auch schöne Weihnachtsmusik. Damals noch nicht Helene Fischer, aber ich glaube Wolfgang Petri und so. Also mitten in eine, ja, wirklich im Busch und da habe ich gedacht, ja, Hut ab. Also es ist echt deutsch, aber es ist ein super Urlaubsstil und fußballerisch jetzt vielleicht nicht so ganz Champions League, aber die afrikanischen Spieler machen natürlich Spaß und ich konnte da auch viel lernen und als junger Trainer, noch jüngerer Trainer, ja, Riesenerfahrung natürlich. Was hast du da so gelernt, was anders ist als in Europa? Ja, die ganze Mentalität. Also, wenn hier mir noch einer erzählen will, wir haben disziplinlose Spieler, da mit Pünktlichkeit ist das so eine Sache und so. Ne? Also, das. Hat dich das aber locker gemacht? Aber sie sind nämlich freiheitslieben, sind sie, die denken wirklich von Tag zu Tag. Ja. Also, ich habe da Partys und Feiern mitgemacht, da ist das. Also, die feiern richtig, da ist richtig Alarm. Aber und was du natürlich so als Trainer dem beibringen konntest, war wirklich so taktische Dinge, Ordnung, Disziplin, wo wir deutsche Trainer ja auch so ein bisschen verstehen. Und afrikanische Länder sind ja auch wirklich gut geworden, im Jugendbereich sowieso. Und ja, wir gewinnen oft auch die Nachwuchsturniere, genau. Ne, muss man sagen. Ja. Aber ist das so, also wenn du da gearbeitet hast, dass deine Persönlichkeit färbt ab auf die Einheimischen, hast du auch was mitgenommen, in dem Sinne, dass du lockerer geworden bist? Oder vielleicht, wenn jemand 5 Minuten zu spät zum Training kommt, dass du ihm das eher nachsiehst? Also was wir Trainer ja, wir bereiten uns ja, wir deutschen Trainer, oder ich bin ja Deutsch-Holländer, ne? Mein Bruder ist ja in Nederland. Also deutsche Disziplin, niederländische Kreativität, kann ich so ein bisschen paaren, auch genetisch. Aber was wir natürlich. Umgekehrt. Oder umgekehrt. Oder jetzt 2015 umgekehrt. Wir sind leider nicht dabei mit Holland. Das ist hart für mich. Aber bist du dann echt auch so echt Holland-Sympathisant? Absolut, gesagt, klar. Das ist mein Mutterland. Vater, du hast ja auch. Aber ganz kurz, was war die Frage nochmal? Ob dich jetzt lockerer gemacht hat? Ja, ich sag mal jein. Also ich glaube, die ganzen Erfahrungen, die du als Trainer gesammelt hast, ja, die machen dich irgendwie ein bisschen reifer. Ich bin ja schon 40. Ach, das ist so nichts. In der Fußballbranche aber, gar nichts. Nee, in der Fußballbranche nicht, das stimmt. Aber ja, man redet sich das so ein bisschen ein. Das ist dann locker. Aber ich kann immer noch nicht so gut verlieren. Also da bin ich immer ziemlich schlecht. Wer kann das schon als Trainer? Gut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Eigenschaft. Jetzt hast du gerade gesagt, Holland, das ist finde ich, eine ganz interessante Geschichte, weil du bist ja auch jemand, der, du hast nie als Profifußballer die große Karriere gehabt, du hast auch viele Verletzungen gehabt, aber du warst von vornherein immer dann sehr analytisch, sehr wissenschaftlich, auch akademisch auch quasi, hast dich diesem Thema Fußball gewidmet und jetzt hast du diese Connection nach Holland und das war ja immer so. Habe ich 2 Bücher geschrieben auch zum Thema, ne? Ja, ein Buch zum Thema Holland. Also Mythos niederländischer Nachwuchsfußball, weil wir reden immer viel über La Masia, Barcelona, aber wir reden immer über die Ajax-Schule. Und ich habe Sport und Psychologie studiert an der Uni Münster und das war dann meine Magisterarbeit, ne, weil ich dann auch die Sprache kann und das alles gelesen habe und ich dachte, okay, jeder erzählt von der Ajax-Schule, aber was machen die jetzt so besonders? Genau, und da ist ja so gewesen, kennen wir alle die Geschichte, scheiß Euro gespielt, scheiß WM gespielt Anfang des Jahrtausends und dann hat man hier das große Umdenken gehabt. In Holland war man da schon immer viel weiter. Also wenn man bedenkt, wie klein das Land ist, muss man sich immer wieder wundern, wie groß die dann fußballerisch sind. Ja. Hast du da quasi eine ganz neue Idee auch importiert nach Deutschland? Ist das heute Usus oder sind uns die Holländer überhaupt voraus oder ist das ein Mythos? Nee, ich glaube, wir sind denen jetzt ein bisschen voraus, weil du hast ja schon gesagt, bei dieser Drecks-EM war ja wirklich ein Umdenken da. Und die Holländer sind ein bisschen anders. Die halten sich starr an ihrem System, ein bisschen 4-3-3. An ihrer Philosophie. Ja. Es sind auch ganz, ganz wenig ausländische Trainer in der Eredivisie oder auch im holländischen Nachwuchsfußball, weil die so ein bisschen das Patent drauf haben. Wir sind doch die Besten der Welt im Jugendfußball. Und jetzt fängt das natürlich ein bisschen an zu bröckeln. Und wir Deutschen haben ja wirklich 2000 dann gesagt, wir müssen jetzt echt umdenken, mal gucken, wie es die Franzosen machen, die Holländer machen, die Spanier machen. Und was sich daraus dann entstanden ist, sind die Nachwuchsleistungszentren und das ist einfach tolle Arbeit. Und dann klar mit dem Höhepunkt 2014, die WM, da sind viele Jungs draus entstanden. Und die holländischen Methoden sind einfach viel Passspiel, viel mit Ball, viel kreativ, viel taktische Überlegungen. Wie spielt 4-4-2 gegen 4-3-3, diese Dinge. Mhm. Und das ist heute in Deutschland ja eine Masse geworden an Konzepttrainern, ne? Also an den, in Anführungsstrichen, Konzepttrainern. Und
diesen Weg haben wir gerade. Vielleicht ist er auch ein bisschen too much. Also man muss jetzt wieder sehen, dass man auch diese Beziehungstrainer jetzt wieder kommen. Also okay. Ich mag auch diese alten Haudegen, die mag ich auch unheimlich. Nimm mal ein paar Namen, Hübsch Stevens, sowas. Peter Neururer. Hübsch Stevens, klar. Peter Neururer zum Beispiel, ne? Die nochmal, die sagen auch, wo es lang geht. Also auf eine andere Art und Weise. Die haben ja auch ein Konzept. Aber wie gesagt, die Jüngeren ist halt sehr akademisch, ist sehr wissenschaftlich. Aber wir dürfen die Liebe zu diesem Sport nicht verlieren. Und da habe ich so ein bisschen manchmal meine Zweifel. Ja. Aber du trainierst holländisch, ne? Also du machst alles mit Ball? Wir machen viel keine mit Ball, Waldläufe mehr und so? Nee, Waldläufe machen wir nicht. Ja, vielleicht mal zur Regeneration. Ja. Weil manchmal ist auch schön, wenn die Jungs nur laufen. Weil wenn Hyballa da wieder ankommt mit seinen Ideen, seinem Gelaber, dann denken die auch manchmal, okay, einfach nur mal laufen ist auch mal ganz gut. Das ist auch mal in Ordnung. Mhm. Ja, du kannst nicht nur Tortis essen, sonst wirst du fett. Du musst auch mal ein bisschen sehen, dass du ein bisschen Abwechslung reinkriegst. Und wenn du 90-95% mit Ball trainierst, dann ist auch mal Koordinationstraining über Hütchen laufen, Waldlauf machen. Wir machen viel Athletiktraining auch, weil es einfach schneller geworden ist, das ganze Spiel körperlicher geworden ist und einfach Verletzungsprophylaxe. Also wir machen auch schon ein paar Dinge ohne Ball. Die, wie wir gerade drüber geredet haben, das ist auch eine Frage, die wir eigentlich regelmäßig unseren Gästen stellen, wenn die aus dem Bereich kommen, aber da du jetzt speziell zurzeit U19-Trainer bist bei Bayer Leverkusen, würde mich das schon auch nochmal interessieren, wie du das siehst. Wie hat sich denn der junge Spieler an sich verändert oder wie, es ist ja sehr professionell geworden, seit die Internate gekommen sind und so weiter und so fort. Und da wird auch oft, als Deutschland gegen Italien ausgeschieden ist, hieß es so, da fehlen die Typen und so weiter. Wie siehst denn du das? Ist es so, dass die Spieler, die jungen Spieler vielleicht taktisch und spielerisch oder technisch oder wie auch immer besser geschult sind, aber das wirklich auch ein bisschen langweilig, sage ich jetzt mal formuliert, oder gibt es da noch die Typen? Haben die noch die Möglichkeit, sag ich mal, sich so zu entwickeln, wie das früher der Fall war? Es ist immer die Frage, Definitionssache, was ist ein Typ? Ne? Ja. Sind natürlich auch in der Multikulti-Welt. Ralf Gunisch zum Beispiel mal. Ja. Ralf Gunisch ist ein Typ, habe ich gerade oben noch getroffen, überragend. Ja. Ne, Blutgrätsche. Der Gunisch hängt die ganze Zeit hier ab. Ja, aber der, vielleicht will er anfangen. Ja. Ein Angebot. Nein, aber es ist ein bisschen stromlinienförmig geworden, weil die NLZ sich auch alle ein bisschen ähnlich sind. Also die Jungs wachsen natürlich mit 11, 12 Jahren mit ganz viel visuellen Bildern auf, also mit ganz viel Taktikbesprechungen, mit ganz viel Videosachen. Und das merkt man alles. Also wenn du dir ein Juniorenspiel heute anguckst und vielleicht vor 10 Jahren, es ist nicht mehr so wild. Es ist sehr organisiert, es ist alles sehr klar. Die Jungs wissen genau, okay, wenn der linke Außenverteidiger hochschiebt, geht der links außen ein bisschen nach innen rein, um da den Flügelraum freizukriegen. Also mit sowas wachsen die einfach auf. Also die wachsen heute nicht mehr mit Grasfressen und bewegt deinen dicken Hintern auf, sondern es geht einfach darum, sehr analytisch das auch zu machen. Ne? Und da kann man jetzt gut oder schlecht darüber diskutieren. Fakt ist aber, dass deutsche Jugendliche guten Fußball spielen. Es ist aber sehr, sehr planmäßig geworden und wir müssen, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen die Brücke schlagen und gerade nach so einem großartigen Erfolg 2014 ein bisschen 1-gegen-1, ein bisschen Wildwest-Fußball wieder reinkriegen. Ich sage ein bisschen Macho-Fußball wieder Straße reinkriegen. Ja, ein bisschen Straße wieder reinkriegen. Ja. Und da brauchen wir vielleicht auch wieder ein paar Straßentrainer auch. Hast du denn nach 2006 eine Veränderung gemerkt? Weil ich war jetzt nur ganz kurz, ich war hier im ETV. 2006 muss ich überlegen, da war ich. Ja, die WM. Da war ich in Wolfsburg. Genau. Ja. Und mein Sohn ist 2,5 und ich wollte mal so nachfühlen und fragen, hier, wie sieht es denn aus mit Kinderfußball? Und dann haben die gesagt, Warteliste ist komplett voll, alle Abteilungen sind voll und seit irgendwie der WM 2006 ist hier mit 1 bis 2 Jahren Vorlauf musst du planen. Deshalb die Frage, ist das was du mir merkst, dass so seit 2006, seit diesem Sommermärchen, dass sich der Run sozusagen auf Fußball und das sich verändert hat und dass jetzt jeder Vater seinen Sohn zum Fußballer ausbilden will, so ungefähr? Hast du da eine Veränderung wahrgenommen oder ist es gleich geblieben im Prinzip? Nee, es ist nicht gleich geblieben. Es war immer ein Boom. Fußball war immer Sportart Nummer 1, auch gerade in Deutschland. Aber wir hatten damals ja noch, so 80er, 90er Jahre, noch Boris Becker, da hatten wir noch ein bisschen Tennis und dies und das. Aber jetzt habe ich so, es ist Fußball, 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 aber es ist auch viel so Champions League schon. Also ich weiß noch, früher haben wir auch mal über Oberliga Nord reingeredet und dies und das. Und jetzt geht es halt so wirklich Bundesliga, Champions League. Da wissen die Jungs auch viel. Aber sowas so in den Amateurligen abgeht, wissen die nicht viel. Es ist ein Run da, aber du kannst natürlich auch einen Arsch voll Kohle verdienen, ne? wenn du Fußballer bist und talentiert bist. Aber und deswegen machen die es wahrscheinlich nicht in dem Alter, sondern. Nee, in dem Alter nicht, gar keine Frage. Aber cool es ist. Und vogue ist. Ja, es ist Prestige auch sicherlich, aber es ist auch ein geiler Sport. Nochmal eine Frage zurück zu diesem analytischen.
du bist ja auch sehr akademischer Trainer, du verlangst ja aber auch viel Gehirnschmalz von deinen Spielern. Wenn du jetzt ein sehr komplexes, ruft jemand an? Dein Sohn. Sollen wir rangehen? Mein Sohn ist sauer. Ja. So, wenn du so ein komplexes System von deinen Spielern verlangst, ne, macht dir das die Arbeit einfacher, wenn die Spieler generell besser geschult sind, taktisch? Weil wenn du jetzt Leute hast, die überhaupt nicht verstehen, was du von ihnen willst, dann scheiterst du als Trainer ja auch. Klar. Klar, und darum ist es ja auch in den NLZs oder wenn du richtig Jugend und Profis zusammenarbeitest. Die Nachwuchsleistungszentren. Es ist einfach wichtig, auch einen roten Faden ein bisschen zu haben. Ich finde schon wichtig, dass jeder Trainer seine eigene Note da auch reinbringt. Also nicht jeder Trainer darf gleich sein oder nicht nur selbe System oder nicht nur dieselben Anschauungsmaterial reingeben, sondern so eine ähnliche Philosophie haben. So, und ja klar, wenn ein C-Jugend, B-Jugendspieler sehr gut ausgebildet ist, der kommt dann zu mir in der U19, ja, dann freue ich mich natürlich, wenn er beidfüßig ist, wenn er schnell ist, wenn er körperlich gut ist, wenn er das Spiel ein bisschen versteht, eine gute Spielintelligenz besitzt, gar keine Frage. Und dann, wenn ich den dann noch ein bisschen besser mache, ja, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn der irgendwann mal Bundesliga spielt oder das WM-Tor schießt. Wie sind denn die Chancen von einem jungen Spieler, der jetzt gut zum Beispiel bei einer U19 bei einem Bundesliga-Verein wie Bayer Leverkusen spielt, wie sind denn da überhaupt die Chancen? Weil, also gerade Leverkusen, haben wir hier schon oft über gescherzt, kaufen ja gerne mal den einen oder anderen jungen Spieler vom HSV. Ja. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn da ein talentierter Spieler ist, aber Leverkusen ja nun auch die Kohle hat, einfach, sage ich mal, einen talentierten 19-Jährigen von einem anderen Verein zu holen. Macht es das vielleicht sogar schwieriger für junge Spieler bei Leverkusen als jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, bei Darmstadt oder so? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir spielen in Leverkusen Champions League und du musst halt jede Woche oder besser gesagt Samstag, Mittwoch, Samstag immer Leistung bringen. Du hast Top-Gegenspieler, die Mitspieler sind klasse. Das ist eine tolle Mannschaft in Leverkusen. Und ich sag mal, wenn jetzt in Darmstadt oder in Freiburg, dann ist der Weg natürlich nicht in die Champions League, sondern ne, erste Liga, zweite Liga, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite musst du einfach als junger Spieler auch ein Typ sein und ein Kerl sein, du musst dich da durchboxen. Und wenn du richtig talentiert bist, ja, dann kannst du es auch in Leverkusen schaffen. Aber der Weg ist ein bisschen schwieriger, ist ja gar keine Frage. Weil die Konkurrenz einfach viel, viel mehr da ist. Welchen Stellenwert hat denn diese Champions League für die Nachwuchsmannschaften? Weil ihr spielt ja, also nochmal, ihr spielt ja dieselben Gruppenkonstellationen durch wie in der, sag ich mal, großen Champions League. Das heißt, in dem Fall, ihr spielt gegen Barcelona. Das ist das Nonplusultra der Nachwuchsarbeit. La Masia ist quasi das Größte, wo man als Nachwuchsspieler hingehen kann. Das heißt, die haben ja auch schon in dem Alter das, was ein Çalhanoğlu sagt, ich will bei Leverkusen spielen, weil ich dann auch gegen Barcelona spiele, gegen Real Madrid spiele und so weiter. Hast du dann dieselben Argumente im Jugendbereich, wenn die sagen, ich gehe nach Leverkusen, weil ich mal mich auch in Barcelona zeigen möchte? Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, ich meine, wir spielen gegen Barcelona, gegen Rom, gegen Borisov. Das ist eine tolle Bühne für die Jungs. Und sie haben einfach auch gute Mitspieler. Ich glaube, das ist auch wichtig für diese Top-Clubs im Nachwuchsbereich. Ne? Die entwickeln sich dann auch ein bisschen gegenseitig. Ja, dann haben wir gute Trainer in den Spitzenclubs. Aber klar, diese Champions-Jugendliga ist natürlich auch super interessant für die Spieler, gar keine Frage. Obwohl, man muss das ein bisschen kritisch auch sehen, ne? Es ist natürlich auch viel Stress. So, weil ich glaube auch ein bisschen, dass so im Fußball-Jugendbereich, wir müssen ein bisschen aufpassen. Es ist verdammt viel Stress für die Jungs. So, also sie haben diese Jugend-Champions-League. Wir sind die einzige Mannschaft in Deutschland, die alle drei Wettbewerbe spielt, also Bundesliga, Youth League und DFB-Pokal. Die Jungs sind sehr viel auf Reisen, haben noch Nationalmannschaften. Das heißt, kann man dann zurückziehen aus den anderen Wettbewerben? Oder ist das jetzt, weil ihr noch in allen vertreten seid, aus sportlicher Sicht? Oder? Nee, aus sportlicher Sicht ist das ja gut. Aber, kann man sich das dann auch so, dass man sagt, okay, das ist zu viel für die Jungs, wir skippen heute mal DFB-Pokal oder wie läuft das? Ja, wahrscheinlich eher die Youth League. Man könnte sich das aussuchen, aber das machen wir natürlich auch nicht. Also ich meine, es ist ja auch geil, gegen Barcelona zu spielen. Dieser sportliche Wettbewerb ist natürlich absolut da. Aber es sind Schüler, die Jungs. Ne? Also ich meine, wenn andere auf dem Schulhof ein bisschen rauchen gehen oder so, dann sind unsere Jungs am Kicken und dann irgendwie noch abends müssen sie für eine Klausur wieder lernen und dies und das, obwohl das in Leverkusen sehr gut organisiert ist. Ich habe auch ein bisschen manchmal die Befürchtung, dass mit 18, 19 der Höhepunkt der sportlichen Laufbahn dann da ist. So, und dann müssen ja doch... Bei mir auch so. Ja, aber dann müssen ja doch viele noch in die Regionalliga oder so und dann ist es dann vielleicht... und dann diesen Transfer hinzukriegen. Also ist... Sportlichkeit absolut super, total interessant, auch die Fahrten, ne? Dann bist du schön mit einem Jackett und mit Krawatte bist du am Flughafen, also du spielst auch ein bisschen den großen Fußball, aber du musst als junger Spieler klar im Kopf bleiben, das ist
ein Anfang ist. Mehr ist es nicht. Und das ist halt der Höhepunkt. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Dropout- und Burnout-Problematik auch bei jungen Spielern irgendwann wächst. Hm. Weil es ist wirklich, wirklich viel. Fehlt da nicht auch ein bisschen die Demut? Also man sagt ja immer, wenn Ralf Gunesch hier sitzt, der erzählt einem von früher, da musste man dem dienstältesten Spieler die Tasche tragen. Peter Neururer hat auch Geschichten erzählt, er wurde in der Dusche gemobbt, weil er sich auf den Platz von dem älteren Mannschaftskollegen gesetzt hat. Ist das nicht auch so ein bisschen so, dass wenn die Spieler schon dieselben Abläufe haben, ja, und jemand trägt ihnen die Tasche und sie haben Anzug am Flughafen und so weiter, dass die vielleicht vom Kopf her auch dann Schwierigkeiten kriegen, wenn sie in den Herrenbereich kommen und das auf einmal eine ganz andere Anforderung an die Jungs ist, dass sie vielleicht zu früh, zu weit oben sind schon? Ja klar, die Generation 2015 ist anders als Generation 2005. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Also sie sind, wenn du es positiv formulieren willst, sehr selbstbewusst. Mhm. Wenn du es negativ formulieren willst, ist es nicht so demütig. Es ist ein bisschen Schlaubi-Schlumpf und Oberschlau auch manchmal. Aber habt ihr wahrscheinlich bei Rocket Beans TV auch hier. Ja, wenn du junge Leute hier reinkommst, ja. dann es ist es ein bisschen anders, klar. Aber du kannst es positiv und negativ. Ich finde das ja cool, wenn du ein 18-Jähriger sagt seine Meinung und ein 18-Jähriger will das und das haben. Aber er muss auch was dafür tun. Aber wichtig ist ja klar, Demut ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber da stehen doch auch ganz oft, gerade im Jugendbereich, auch noch Berater und Eltern dahinter. Ne? Das ist auch ein bisschen, manchmal ist das auch ein Problem. Was echt anstrengend sein kann. Aber es gibt auch gute Eltern, gute Berater. Ne? Das ist genauso wie gute und schlechte Trainer gibt es auch in den, ja, ich sag schon, Berufsfeldern, Vater und Berater gibt's auch gute und schlechte. Aber klar, wir müssen halt aufpassen, dass wir die Jungs auch so ein bisschen Spaß, Freude, Begeisterung an dem Sport weiterhalten. Und es ist halt sehr viel Geschäft geworden, auch in dem Bereich. Es ist ein Markt geworden. Auch die Vereine sind unheimlich aggressiv im Kinderbereich auf dem Markt und versuchen halt die besten Talente abzuwerben. Im Kinderbereich sogar? Ja, Kinder, also 12-, 13-Jährige sind für mich, ja klar, sind für mich Kinder. Und, also wie muss man sich das vorstellen? Da sieht man als Verein, guckt man, weil ein 12-Jähriger, der spielt ja vielleicht wirklich dann beim ETV oder irgendwie so ein kleiner Stadtverein und da sitzen dann schon die Scouts und sagen, hier, der 12-Jährige, der sticht heraus. Ja, klar. Also wenn wir drei jetzt irgendwo Fußball gucken in meinem kleinen Verein und sagen, ey, guck mal, der 13-Jährige, der kann gute Moves, der versteht das Spiel, der macht 4 Tore in jedem Spiel. Ja, warum soll dann nicht ein größerer Verein kommen und sagen, hey, das ist ja der Job dann auch von Scouts und von Jugendtrainern. Und am Ende wird immer abgerechnet. Also wenn du einen Spieler dann von deiner eigenen Jugendabteilung in die Profis bringst, hast du letztendlich als Jugendabteilung und natürlich auch die Nachwuchstrainer und alle, die dazugehören, haben einfach einen guten Job gemacht. Dafür wirst du bezahlt. Wird dann auch schon Geld gezahlt für 12-Jährige? Darf man ja nicht, aber... Oh, weiß ich, ich kenne mich jetzt in der U12 nicht ganz so aus, aber ich kann es mir auch vorstellen. Ja. Ist aber auch ein Riesengeschäft, wenn man nur mal so rechnet. Nehmen wir mal an, Hakan Çalhanoğlu wechselt für 40 Millionen im Sommer auf die Insel, whatever. Ja. Dann von diesen 40 Millionen, die werden ja auch aufgeteilt und das heißt, die Jugendvereine, wo der ausgebildet wurde, bekommen ja auch einen Anteil der Ablösesumme. Rot-Weiß Essen, Schalke. Ne? Das heißt, je früher der Junge... Ach nee, das ist ja Mesut Özil, sorry. Çalhanoğlu, Karlsruhe, ne? Karlsruhe, sorry. HSV wurde er groß gemacht. Und dann ist er nach Leverkusen gegangen. Aber nicht mein, also da wird ja, wenn dann richtig Geld gezahlt wird, ist ja auch, je früher man den Spieler hat, desto größer ist ja auch der Anteil vom Kuchen, den man dann noch bekommt für diese Ausbildungszeit, oder? Ja, und du musst ja auch sehen, ein guter 16-, 17-Jähriger, der hat ja schon, also richtig guter Spieler, die haben ja auch ganz langfristige Verträge, also 4-, 5 Jahresverträge. Ja. Und darum sind die guten Scouts, die werden ja auch Auge genannt, weil ne, wenn die ein gutes Auge haben und erkennen den 12-, 13-Jährigen, der kommt dann noch durch gute Trainerhände. Ja, das ist ein Markt geworden, ganz einfach. Da kannst du jetzt sagen, okay, ist auf der einen Seite pervers, auf der anderen Seite ist es der Markt. So, und das ist Fußball. Da wird so viel Geld verdient. Weil warum hat mich denn dann keiner entdeckt? Ja, das war damals noch nicht so weit. Wo sind denn die Augen? Das war damals noch nicht so. Wo sind die Augen gewesen? Ja, da waren sie nicht. Also ich verstehe das könnte daran liegen, dass du auch nie Fußball gespielt hast. Also ja, aber ich habe auch mal im Park gekickt. Da hätte man auch mal sehen können, warum spielt er eigentlich im Park und warum ist er nicht bei uns auf dem Trainingsgelände? Ja, das war ist früher so gewesen. Also Typen wie Lars Moskow endlich entdeckt. System. Ja, der hat 24 Stunden, der isst nicht, der schläft nicht, der trinkt nicht, der macht nur Fußball. Das hat er auch direkt gesehen hier an meiner Statur. Ja. Apropos Statur. Das war wieder die perfekte Überleitung. Wir sollten mal langsam über den Spieltag reden. Ja, machen wir gleich. Ich wollte eine Sache noch, die mich brennend interessiert, Peter. Wir kommen machen gleich. Das Traineramt als solches, weil ich finde deine Karriere so bislang super spannend, weil es gibt so viele... Auch super anstrengend. Ja, aber ich meine, es gibt so viele junge Trainer. Also ein Tuchel ist natürlich jetzt so die Speerspitze, sag ich mal, deiner Generation. Mein Ziel.
Ja, weinst du, aber es gibt zum Beispiel, Nagelsmann fängt nächstes Jahr in Hoffenheim an, der Junge ist 14 oder so gefühlt. Also, und auch für diese Besinnung darauf, dass man... Sieht so aus, nein. Ne, ja, du weißt, nein, das ist ein super Kollege, der ist 28. Ne? 28, aber es ist halt... In Euro sind es 14. In Euro sind es 14. Ihr seid derbe in Mode gerade, also diese junge Trainergeneration, man traut euch unglaublich viel zu, weil man sagt so, ey, ihr seid akademisch, ihr seid super fit, ihr könnt motivieren, ihr bringt alles mit. Ich überlege gerade, ich bin 12 Jahre älter als Julian Nagelsmann. Ja, du bist schon Methusalem. Aber pass auf, lass mich mal kurz die Frage zu Ende fahren, damit du dann da einsteigen kannst, um nach Richtung Antwort zu fahren. Du hast angefangen, quasi, du bist nicht Profispieler gewesen, relativ früh angefangen, hast nicht dieses Standing in der Branche gehabt. Das heißt, du musstest dir das sehr hart erarbeiten. Und dann warst du relativ früh an einem Punkt, wo du Cheftrainer werden konntest einer Profimannschaft. Du hast bei Alemannia Aachen als Cheftrainer in der zweiten Liga gearbeitet, nachdem das damals bei Rot-Weiß Essen nicht geklappt hatte, weil die kurz vor Insolvenz gegangen sind. Genau. Und dann warst du an einem Punkt, wo du in wirklich jungen Jahren, du warst damals der jüngste aktive Profitrainer, glaube ich. Und jetzt bist du quasi bei der U19 von Leverkusen gelandet. Das heißt, deine Station, das gleicht ja auch so ein bisschen einer Berg- und Talfahrt. Ist das für dich jetzt so, dass du sagst, okay, ich habe da reingeschnuppert, ich sehe mich eher im Jugendbereich oder möchtest du auf Sicht nochmal wieder zurück in den Profibereich? Nee, auf Sicht will ich wieder zurück irgendwann in den Profibereich. Aber jetzt bin ich total glücklich und es macht riesen Spaß in Leverkusen zu arbeiten im Jugendbereich. Aber in 2-3 Wochen könnte ich einen Verein, wo vielleicht eine Stelle frei wird. Nein, aber ich bin gerne Trainer. Also jetzt mal ganz weg von Geld, von Jugend, von Profi, vom Stadion. Wir haben gestern gegen TSG Sprockhövel gespielt. Ganz knapper Last-Minute-Sieg 3-1 vor 112 Zuschauern. Das macht mir auch, also dieses Trainer-Sein, das macht mir so viel Spaß. Weil du arbeitest mit Spielern, mit talentierten Spielern. Du kannst deine Ideen reinbringen. Du kannst dich auch ein bisschen selber natürlich darstellen. Du hast ein gutes Trainerteam. Du kannst kreativ sein. Du bist an der frischen Luft, du bist auf Reisen, ja, du fliegst immer nach Barcelona, dann fliegst du nach Minsk, dann fliegst du nach Rom. Die Spieler sind sehr motiviert, die wollen alle unbedingt Profi werden. Auch im Profibereich ist es eigentlich ähnlich, da sind sie Profis. Da kannst du den ganzen Tag mit den Spielern arbeiten, weil sie machen ja nichts anderes. Und natürlich ist das geil, ne? Am Tivoli damals, da gehst du vor 30.000 im Pokalspiel rein und so. Das ist der Kick. So, und ich glaube, Trainer sind auch alles ein bisschen komische Typen. Aber du musst auch dafür ein bisschen verrückt sein. Aber dieser Trainerjob macht mir einfach Spaß. Ob Jugend- oder Profibereich, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Aber ich glaube, irgendwann auf kurz oder lang wird es irgendwann wieder. Aber ist das, also hast du für dich selbst auch irgendwie Lehren gezogen, dass du sagst, okay, das war jetzt so mein erstes Leben als Profitrainer. Vielleicht hast du auch Fehler gemacht. Du warst jung. Wie gesagt, du kanntest das Geschäft nicht aus Spielersicht, sodass dir auch viele Mechanismen vielleicht fremd waren, dass du sagst, okay, du bringst alles mit, was das Talent angeht, was das Know-how angeht, aber du würdest jetzt rückblickend gewisse Dinge anders machen, ist das so? Ja klar, du musst dich natürlich selbstkritisch auch hinterfragen und das machst du ja immer, wenn das Leiden am größten ist und wenn das Leiden ist am größten bei der Entlassung. Das ist ein Scheißtag. So, und dann zieht man sich ja zurück und man muss sich auch irgendwie zurückziehen, weil es kommen jetzt auch nicht 1000 Angebote immer sofort rein, ne? Wenn du nicht gerade in der obersten Trainergilde immer dann bist. Und dann machst du dir über dich selber auch Gedanken. Was sind das so für Sachen, wo du sagst, da würdest du ansetzen? Ja, man geht natürlich ein paar Spiele nochmal natürlich durch und sagt, hey, hättest du vielleicht mal so ausgewechselt oder nee, so eingewechselt, hättest du den Spieler mal so angepackt, hättest du dich bei einer Spielerverpflichtung vielleicht mehr durchgesetzt gegen den Sportdirektor, vielleicht in einer Phase ein bisschen ruhiger, in einer anderen Phase ein bisschen härter. Also das sind halt so die Sachen, ne? Die du dann nochmal für dich in der Reflexion nochmal drüber nachdenkst. Aber auf der anderen Seite muss ich selber sagen, eigentlich, man ist doch, wie man ist. Also ich habe gerade so für mich das eigene Coaching, wie gehe ich mit Niederlagen um. Ja, und ich gehe da mal noch relativ unentspannt mit um. Aber das ist so, also ich glaube, man muss sich so Coaching-Steps immer setzen als Trainer. Aber letztendlich ist ganz wichtig, authentisch zu bleiben. So, und darum sitze ich jetzt hier bei euch auch und trinke aus dem Werder Bremen-Becher. Ja, sehr gut. Mit ich euch aus dem leckere Limonade. Cheers. Cheers. Es gibt ja das ein oder andere... Schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Es gibt das ein oder andere sehr interessante Tobi. Interview mit dir auf YouTube. Tobi, du kommst gleich dran. da gibt es so den einen oder anderen, da sieht man, dass du ein sehr emotionaler Trainer bist. Ja. Was ich ja sehr sympathisch finde, weil ich bin auch, ich komme auch eher über die Emotionen. Okay. Deshalb machen wir jetzt auch mal den verdammten Scheiß-Spieltag jetzt. Einverstanden? Einverstanden. Gas jetzt hier, Mann, Männer. Tobi.
Das ist mal, wir müssen mal unseren Bumper ankündigen. Die wurden mit so viel Liebe von unserer Grafikabteilung in wochenlanger Arbeit gebaut und die wollen wir jetzt auch nicht runtergehen lassen. Monate. Ja, Spieltagsanalyse, okay. Peter. Das läuft bei uns immer so. Wir gehen mit geballter Fachkompetenz plus Tobias in die Analyse, wirklich in die Tiefenanalyse der Wochenendspiele. Was, Tobi? Was soll das denn jetzt heißen? Na, du mit geballter Fachkompetenz plus dann noch dieser Typ da. Ja, du bist halt einfach... Wir haben die ähnliche Frisur, Tobi, sehe ich. Ja, das stimmt. Tobi, du hast ja gesagt, du möchtest hier von uns noch ein bisschen was lernen, damit du für deinen kleinen Blog demnächst auch gute Artikel schreibst. Es gibt auf spielverlagerung.de einen großen Artikel über Peter Hüberler. Okay. Ja. Aus dem Jahr 2011, ne? Genau, der ist aber nicht mehr ganz aktuell. Der ist damals, als die Seite neu war. Das war, glaube ich, unser allererstes Trainerporträt, das wir je gemacht haben. Hat aber dein Kollege geschrieben, ist nicht von dir. Ja, ne? Und der Kollege, der wurde auch zwischendurch mal entlassen. Also, zwischendurch, aber er ist jetzt wieder da, oder was? Nein, also er ist weg. Also. Ach so. Deswegen stehen bei euch immer nur die Initialen, ne? Dass man das auch. Aber nicht wegen dem, Artikel über Peter. Der ist natürlich super. Okay. Gut, komm, Tobi, wir wollen dich jetzt mal verstärkt einbinden. Das ist ja verschenkt, wenn du immer nichts sagst. Du musst und nur gut aussiehst. Genau, ja, eben. Du musst wirklich knallhart. Das ist im Fußball-Business so. Du musst dich durchsetzen. Wenn du keine Ellbogen hast, dann landest du ganz schnell woanders. Also, Schalke Hannover. Beim Basketball. Basketball. Schalke Hannover ist unser Freitagsspiel. 3:1. Tobi. War ein schönes Spielchen, fand ich. Ein bisschen kann man da so mir selbst auf die Schulter klopfen, so, weil ich habe schon letzte Woche Hannover gesagt, die waren gar nicht so geil, wie sie gewirkt haben. Das hat man jetzt so ein bisschen gesehen, halt ein bisschen passiv gegen Schalke. Schalke hat natürlich profitiert, Geis wieder da, Fixpunkt, Ankerpunkt im Spiel, hat sich immer zurückfallen lassen. Der Quarterback quasi, dadurch hat Goretzka dann auch wieder mehr Power nach vorne geben können. Ganz kurze Episode am Rande, ne? Nachdem ich wochenlang Leon Goretzka bei Comunio die Treue gehalten habe, ihn hier vehement verteidigt habe, sogar bei Spox angerufen habe, um mich über die Noten zu beschweren, wo keiner rangegangen ist übrigens, habe ich ihn verkauft bei Comunio. Schwupps, wer kauft ihn sich direkt? Er kauft ihn sich direkt. Ja. 14 Punkte hat mir Schalke gebracht, nur durch Meier und Goretzka. Jetzt punktet der Junge, ne? Ja. Das ist doch eine Riesenfrechheit. Ich rufe bei Spox an und sage, die Noten sind zu gut. Ja, man muss aber auch an die Jungs glauben. Man kann die nicht nach einem Spiel so direkt abgeben. Tut mir leid, wenn du nicht an die Jungs glaubst. Ich glaube an die Jungs. Gut, zurück zum Schalker Kreisel, Mittelfeldkreisel. Ja, Goretzka hat jetzt mehr Power nach vorne gebracht. Hat er, glaube ich, auch ein Tor erzielt? Nee, so weit geht das noch nicht. Nee. Aber war auf jeden Fall an dem Tor beteiligt. Ja. Ja, so. Aber hat auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht. So, Punkt. Und das war dann, hat man so gemerkt, das hat so ein bisschen gefehlt letzte Woche bei den Schalke-Spielen. Dieses Vorrücken, auch dieser Automatismus im Aufbauspiel halt mit dem Zurückfallen von Geis. Sehr gut auch der junge Meier. Der Schalke Meier. Also muss man auch sagen, wie alt ist der? 19? 18, 19? Der ist auch noch ganz jung. Ja, der wird auch immer älter. Also manchmal hat man so Leute abgespeichert als 17. Als und dann guckt man auf die Uhren und sind die auf einmal 22. Und dann, So geht es mir mit Philipp Lahm, dass ich immer noch denke, verdammt, der ist ja noch voll jung und der ist ja gar nicht mehr jung. Der sieht aber noch jung aus. Ja, ich weiß, weil, egal, Bartwuchs und so. Aber ja, Schalke, ich habe das Spiel gesehen und ich gucke nicht viele Schalke-Spiele und ich war recht angetan, muss ich sagen, weil die haben da echt, das sah schon aus so wie normalerweise so ein Bayern-Spiel. Die haben also komplett Hannover hinten da reingedrückt und den Ball richtig gut kombiniert. Ich glaube, Hüntela, Di Santo, beide ein Tor geschossen. War ein haushoch überlegen gegenüber Hannover und haben völlig verdient 3:1 gewonnen. Wie siehst du das? Ich habe reingefeiert in den, den Geburtstag. Also ich kann mich nur noch an Bruchstücke erinnern. Aber Schalke 04 ist. Ich habe die eine Woche vorher, haben sie in Leverkusen gespielt. Ja. Ich finde, das ist eine super Mannschaft. Also, ich finde die super spannend. Auch klar, als Nachwuchstrainer hast du eine Affinität auch zu jungen Spielern und wie die kicken, manchmal fehlt bei jungen Spielern halt diese Effektivität. So, aber wie die sich bewegen auf dem Platz, das ist, macht Spaß, den zuzuschauen, wirklich. Ja, aber ich finde manchmal noch ein bisschen zu wenig raus, aber ich finde das eine tolle Mannschaft. Vielleicht fehlt ein Trainer, also super. Ja, vielleicht fehlt da noch so ein etwas älterer Herr, der die mitreißt. Aber wenn man sich das Line-Up mal so anguckt, mit Meier, Leroy Sahne, dann Goretzka. Also allein im Mittelfeld, ja. Der war auch wieder brutal gut, Sahne. Also der war wirklich, fast jeder Angriff über den. So ein junger Typ, so unbekümmert. Ja. Und was für ein Antritt, also da muss man wirklich sagen, geil. Also das ist echt ein geiler, der würde mich wundern, wenn der nächste Saison noch in der Bundesliga spielt. Also wir haben letztes Jahr U19 gegen ihn noch gespielt, dann haben wir noch gespielt gegen unsere Mannschaft und der war eigentlich gar nicht so auffällig und dann beim Tor,
Da siehst du einfach die Qualität von ja, den Unterschiedsspieler. Mhm. Und wenn der klar in der Birne bleibt und verletzungsfrei hoffentlich bleibt, dann wird das ein ganz großer Spieler. Was hältst du von Horst Held und seiner Arbeit auf Schalke? Weil hört er jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres auf. Wie ist ja, die Bilanz? Wird aufgehört. Oder wird aufgehört? Ja, weiß ich nicht. Da kannst du wahrscheinlich auch schreiben. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich finde, ja, du holst einen Trainer, der ist dann halt nicht erfolgreich, dann wird natürlich irgendwann, geht es dann halt zum Sportdirektor. Ne? Die ersten werden geköpft, sind immer die Trainer. So, und dann, wenn zwei, drei vielleicht nicht so ja, abgeliefert haben, dann ist jetzt irgendwann der Sportdirektor schuld. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie mit dieser Mannschaft und dieser neuen Generation, die ja von Knappenschmiede und einem fantastischen Trainerkollegen Norbert Elgert sehr gut ausgebildet werden immer, er macht ja auch gute Sachen. Also. Ja, man darf eins nicht sagen, nicht vergessen, dass Horst Held ja auch den Auftrag hatte, Schalke zu entschulden. Ja. Und glaube ich, jedes Jahr irgendwie 20 Millionen plus erwirtschaftet hat. Das vergessen dann die Fans immer mal wieder, wenn dann der ein oder andere Transfer nicht so gut war. Das sind dann so die Auflagen, die dann Sportdirektor im Hintergrund kriegt, von denen keiner was mitkriegt. Ich sage das deshalb, weil er vermutlich Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt wird und ich mir ihn schon mal schönreden muss. Ah, ehrlich? Ist ein Gespräch und so wie das Geklüngel da bei der Eintracht gerade abgeht, wer ist der beste Freund? Der wird's. Ja. Wer ist denn der beste Freund? Ah, okay. Der beste Freund von Armin Fee ist Horst Held. Ist das so? Sind zusammen Meister geworden. Siehste? Und würden gerne mal wieder zusammenarbeiten. Aber was weiß ich schon von der Eintracht? Machen wir doch weiter mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Die große Überraschung des 15. Spieltags. Die erste Niederlage vom FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, was ich getippt habe, aber ich glaube, ich habe getippt, dass Gladbach gewinnt. Stimmt es? Weiß es noch einer von euch? Können wir uns die weiß Folge keiner, mal auf YouTube ne? angucken? Ich weiß auch nicht mehr, was ich getippt habe. Jedenfalls nicht 3-1. Aber das war, es war wirklich ein Prüfstein. So, man wusste ja nicht so, ah, diese Tsunami namens Gladbach, die da hinten anrollt, wie hoch ist die Welle eigentlich? Und das war so ein Prüfstein. Und die Bayern wurden auch weggespült. Gladbach wird einem langsam richtig unheimlich. Wie sehr lag das denn an Gladbach und wie sehr lag das daran, dass Bayern vielleicht noch nicht so viel Lust hatte? Dann packe ich jetzt mal die 1.000-Euro-Taktiktafel aus hier. Bitte. Auch wenn sie nicht ganz so gut erkennen, ich muss mal ein bisschen umräumen hier, glaube ich. So. Zeig mal, was du drauf hast jetzt hier. Sehr schön. Gladbach hat ein bisschen das System geändert, haben, wie man das so schön im DFB-Sprech nennt, pendelte Vierer-Fünferkette gespielt. Sieht man hier vielleicht ganz gut, hier eigentlich 5 Mann hinten drin, aber einer ist halt immer rausgerückt. Also wenn der Ball jetzt hier war bei was weiß ich wem, bei Müller, dann ist der hier rausgerückt, dann hast du hier so eine Viererkette, die dahinter entsteht. Die haben sehr viel mit Rausrücken gearbeitet, an und für sich auch sehr mannorientiert gespielt, fast schon Manndeckung, kann man sagen. Also im Pressing hier tatsächlich ein rauf, dann hier einer raus, dann hier einer raus, auch im Mittelfeld so eine richtig schöne 1-gegen-1-Ordnung und dann hast du nochmal hier dann so die 1-gegen-1-Dinger. Hat in der ersten Halbzeit so semi funktioniert, also war ganz gut eigentlich, aber Bayern hatte ja da noch 2 riesige Chancen, unter anderem Pfostentreffer. Einfach, wenn du natürlich hier diese Manndeckung hast und dann natürlich ein Spieler hier einen intelligenten Laufweg macht oder Lewandowski fällt hier zurück, zieht jemanden raus, Müller startet rein, so. Das ist easy. Haben die Bayern 2-3 Mal hinbekommen. In der zweiten Halbzeit hat dann Gladbach sich ein bisschen weiter zurückgezogen. Fand ich aber besser. Also hat besser funktioniert dann. Hat man dann hier nicht mehr ganz so offensiv rausgeschoben auf außen. Und dann hatte man auch das Spiel vollkommen unter Kontrolle eigentlich. Also ich fand es einen großen Sieg. Und war auch so, dass Pep Guardiola diesmal nicht wirklich was gefunden hat. Also er hat nicht, also normalerweise ist ja ein Trainer, sagen wir auch immer wieder, der macht dann 5000 Dinge im Spiel, fuchtelt dann mit den Armen rum und plötzlich ist die ganze Mannschaft ist plötzlich neu am Sturm oder so ein Kram. Und das war jetzt diesmal gar nicht der Fall. Also gar keine Frage. Waren die Bayern auch so ein bisschen überrascht, weil sie sind es ja jetzt, wie gesagt, bei fast jeder Mannschaft gewöhnt, dass sie sich hinten reinstellen und sie irgendwie so handballmäßig spielen müssen. Waren die Bayern überrascht davon, dass Gladbach ernsthaft mitgespielt hat? Oder was heißt überrascht? Einfach nicht gewohnt, sagen wir es mal so. Es wirkte auf jeden Fall so in der ersten Viertelstunde, ja. Haben dann so ein paar Sachen gemacht, die man dann, wenn der Gegner 1-gegen-1 spielt, nicht macht. Also relativ viele Pässe in Fuß rein. Dass der Spieler konnte sich dann nicht mehr drehen richtig und stand dann hier. Und dann war hier und dann hat Gladbach das relativ gut gelöst dann mit dem Nachrücken. Und der Spieler stand dann mit dem Ball, mit dem Rücken hier so. Da kannst du dich ganz schwer rausbefreien so. Mhm. Ich hoffe, das stimmt, was ich hier erzähle. Ja, absolut. Das ist so ein Pressing-Auslöser, ne? wenn der Spieler zum eigenen Tor geht, dass du dann Druck machst. Und das haben sie ja super gemacht. Ja. Wenn jetzt der Tobi so eine Analyse macht, ne, dann wirkt das
alles total durchdacht. Alles ist einer Strategie oder einer Taktik irgendwie geschuldet. Und wenn du da diese kleinen Kügelchen bewegst, sieht das aus, als wenn jeder ganz genau weiß, was er im großen ganzen Gebilde zu tun hat, um damit wieder irgendwas passiert. Ist das wirklich so, dass die Spieler diese Dinge über 90 Minuten total bewusst machen? Also dass sie auch aus ihren gelernten Automatismen ausbrechen können und dass der Trainer dann sagt, heute, nur für heute, ist die Strategie gegen diesen Gegner das und das und das zu tun. Also wie 1:1 setzt ein Spieler sowas um? Also der Automatismus ist da. Es ist ja so, dass du am Montag eigentlich immer die Gegnervorbereitung anfängst nach dem Spiel oder am Sonntag. Das heißt, du guckst dir ein Video vom Gegner an. Sondern guckst du dir die letzten 2-3 Videos an, wie haben sie gespielt. Nee, erst alleine, okay. Mit dem Trainerteam. Und dann überlegst du dir für die Woche, wie können wir dagegen spielen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt mit einer Panel in Fünferkette spielen, wie können wir dagegen spielen? Was macht Sinn? Erstmal von der Strategie. So, und dann trainierst du das, dann übst du das. Und dann versuchst du das mit den Spielern auch zusammen zu besprechen. Du kannst natürlich auch sagen, Gegner ist mir scheißegal, ich ziehe mein Ding durch und ist auch gut. Aber machen die Bayern das so? Ja, ich denke, das macht jeder Trainer. Und, nee, ich meine, dass die Bayern sagen, mir ist egal, wie der Gegner spielt, wir sind die Bayern, wir ziehen unser Ding durch. Weil eigentlich müssten sie sich ja nicht wirklich nach dem Gegner richten, oder? Nee, das nicht. Aber ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, auch für Spieler mal zu sehen, welche Räume sind da vielleicht. Ne? Was macht der Gegner so besonders? Oder bei Standardsituationen ist das schon mal interessant, spielen die jetzt kurz oder spielen die mal auf dem zweiten Pfosten. Wenn du es mal gesehen hast, dann hast du dich auch gut vorbereitet. Und so geht ja auch ein Spieler mit einer Trainerkritik um und sagt dann auch, okay, Trainer hat sich gut vorbereitet, ist ja auch professionell. Und dann kann man da bestimmt einige positive Faktoren rausziehen. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, mal gar kein Bild zu zeigen, einfach zu sagen, wir machen jetzt unser Ding. Ist im Jugendbereich sehr, sehr wichtig, weil wir da auch sehr konzeptionell alle schon arbeiten. Aber jetzt mal konkret an dem Beispiel von Tobi, diese pendelnde Fünferkette und dann speziell auch die Bayern, wo Lewandowski sich fallen lässt, zieht den Verteidiger mit raus und Müller startet in die frei gewordene Lücke. Mhm. Das ist ja wirklich eine Sache, die ist sich überlegt worden. Im Spiel, dass die Bayern das so bewusst machen, kann ich mir gut vorstellen. Sind ja zwei beteiligte Spieler und so weiter. Absolut. Aber die Reaktion, jetzt sage ich mal, der verteidigenden Mannschaft, dass jetzt der Verteidiger sich nicht mal rauslocken lässt von Lewandowski, weil das in der Mannschaftsbesprechung angesprochen worden ist. Also wie bewusst macht der Spieler sowas? Ja, es gibt ja immer eine Strategie und dann gibt es immer das Gegengift, sage ich immer. So, ja. Und jetzt hat Schubi hat sich da was ausgedacht und Pep Guardiola hat sich da was ausgedacht. Klar müssen sie Spieler letztendlich umsetzen und Gladbach hat es jetzt gut gemacht. Ja, wie bewusst. Klar, du trainierst ja auch jeden Tag, du trainierst so, so viel. Du machst dann sicherlich auch mal unbewusste Dinge. Ja, weil du natürlich auch, wenn du ein erfahrener Spieler bist, das natürlich auch schon zigmal wieder kennengelernt hast, die einzelne Spielsituation. Aber trotzdem, der Trainer muss eine gewisse Strategie, einen gewissen Plan vorgeben. Letztendlich muss es sowieso der Spieler lösen auf dem Platz. Aber dafür, du kannst ja auch sagen, wir trainieren es gar nicht. So, macht mal. Kann auch mal funktionieren oder kann auch funktionieren. Aber nochmal, wir sind Konzeptjahr 2015 und da verlangen die Spieler das auch ein bisschen. Jetzt hast du gerade Schubi gesagt. Wie bewertest du, André Schubert, wie bewertest du denn die Entwicklung von Borussia Mönchengladbach? Als wir angefangen haben hier mit Bundesliga, war Gladbach auf letzten Platz, war hier fast jede Folge großes Thema. Was ist da los mit der Überraschungsmannschaft von der letzten Saison? Dann Favre weg und seitdem eine Erfolgsgeschichte, die man, die sich wahrscheinlich kein Gladbacher auch nur hätte ausgemalt. Da bleiben natürlich aber auch so ein bisschen, Geschmäckle fast schon, dass man denkt, das kann man sich eigentlich nur erklären, dass sie gegen den Trainer gespielt haben, weil du kannst doch nicht von heute auf morgen so spielen und so spielen, oder kann man doch, weil der Kopf frei ist und das Selbstvertrauen plötzlich da ist. Wie siehst du das? So aus der Distanz. Ja, gegen den Trainer spielen, weiß ich nicht. Dieser Satz ist immer so lapidar dahingesagt. Naja, 1% weniger geben vielleicht. Gut, es waren auch nur 5 Spiele und die wurden, glaube ich, alle verloren. Ja. Und dann kam André und hat dann irgendeinen Kniff gefunden, um vielleicht eine Blockade zu lösen. Es ist auch mal was Gutes, mal einen Neuen dabei zu haben. Dass er natürlich so eine Serie startet, ist natürlich super interessant. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein Champions-Leaguist. Ne? Mhm. Also das ist immer noch eine Mannschaft, gespickt mit tollen Einzelspielern. Aber er hat da seinen Kniff gefunden und im Moment läuft es super gut. Und ich hoffe für ihn und natürlich auch für die Mannschaft, dass das auch weiter so gut läuft. Tobi. Wenn ich da was sagen darf. Ja, genau dazu. Also sag gleich was dazu, aber im Anschluss meine Frage, weil die genau daran anschließt. Hat man bei dem Bayern-Spiel, weil vorher war ja immer genau das Ding,
wie viel war jetzt die Vorarbeit von Lucien Favre und was war der Anteil, den Schubert wirklich hatte? Hat er eben nur diese Blockade gelöst und dann sind sie in diese Automatismen reingefallen, die über Jahre lang einen Favre etabliert hat? Oder ist es eben doch eine tiefergreifende Änderung, die Schubert gemacht hat? Am Beispiel Bayern, wo man ja eben anders spielen muss, als vielleicht in den 16 Partien, die man sonst noch hat, da erkennt man ja vielleicht die Handschrift auch ein bisschen deutlicher. Das hat man jetzt sehr gut erkannt in diesem Spiel, dieses sehr mannorientierte halt, auch mit vielen 1-gegen-1 Situationen. Das war nicht so unter Favre, aber was unter Favre stärker war, hat man stärker im Raum verteidigt. Also da war das hier so ein 4-4-2. Man hat sich gar nicht so sehr am Gegner orientiert, sondern eigentlich eher am Raum. Und das hat gegen die Bayern letzte Saison auch gut geklappt. Mhm. Und jetzt hat man halt dieses ganz mannorientierte, das ist Schubert pur. Mhm. Man muss allerdings bei aller Lobpreisung auch mal kurz erwähnen, dass bei den Bayern so Spieler wie Costa, Robben und Thiago nicht dabei waren. Ich will es nur sagen, ich will nicht sagen, dass da eine schlechte Truppe auf dem Feld war, beileibe nicht. Ne? Aber das sind eben auch schon Spieler, die, wenn die eingespielt sind, vielleicht Unterschied machen. Möchte dagegen halten, Dominguez, Hermann. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist auch schon eine also ganze Nummer. Eine Flügelzange von Costa und Robben ist halt einfach Weltklasse. Und wenn du zum ist Beispiel, auch selbst für die Bayern vielleicht nicht ganz so. Das stimmt, aber wenn du zum Beispiel gesehen hast, Elvedi wurde ja mehrfach im 1 gegen 1 einfach überlaufen. Stell ich jetzt mal die steile These auf. Elvedi, der Spieler in der Verteidigung. der wurde aber überlaufen. Ich denke mal, dass das nicht passiert. Das wäre Dominguez nicht passiert zum Beispiel. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Aber du hast ja gesagt, Bayern haben so viel Qualität, da musst du trotzdem mehr auf den Rasen bringen. Nicht? Weißt du, was wir jetzt auf den Rasen bringen müssen, ist die Halbzeitpause. Geile Überleitung, sensationelle Überleitung. Wir machen ein bisschen Werbung, gleich machen wir die zweite Halbzeit und dann haben wir noch solche Partien wie HSV gegen Mainz, Köln gegen Augsburg, Hertha gegen Leverkusen, Ingolstadt gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Dortmund, Stuttgart gegen Bremen, Frankfurt gegen Darmstadt. Alter Schwede! Bis gleich.